Ja, hallo und herzlich willkommen zur Delegates.ch Koch Show. Heute möchte ich mit euch einen Bierteig herstellen. Ein Bierteig wird in der Küche also zu 99,9% für Desserts und für Fisch verwendet. Heute machen wir einen Bierteig und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man das für Desserts verwendet, und in den darauffolgenden Videos werde ich euch dann zeigen, wie wir in der Schweiz den Fisch darin ausbacken und was wir für Soßen dazu reichen. Also heute als allererstes den Bierteig, und in den nächsten zwei Videos gibt es dann zwei Gerichte, die ich euch vorstelle, wo ihr dann seht, was man mit so einem Bierteig alles machen kann. Also, was braucht ihr für einen Bierteig? Natürlich Bier. Ich habe hier Superbock, ist ein portugiesisches Bier, schmeckt eigentlich ganz gut, ist ein Hefebier, und da ist genau das Wichtige zum Bier zu sagen: Man sollte für diesen Bierteig nur Hefebier verwenden, weil diese Hefe im Bier soll ja diesen Teig zum Treiben bringen, dass, wenn wir ihn dann ausbacken, dass es schön aufgeht, der Teig, und schön fluffig wird. Dann natürlich brauchen wir Mehl und etwas Zucker und Salz. Das tun wir alles mit diesem Stabmixer hier, oder am besten mit einem Schneebesen, da schauen wir jetzt mal, zusammenmixen und lassen den Teig 5 Minuten bis 10 Minuten gehen. Und dann, wenn der Teig dann fertig ist, also gegangen ist, dann tun wir noch Eiweiß drunter heben. Und das macht man aber erst dann, wenn wir diesen Teig denn brauchen, für zum Beispiel fürs Dessert oder für den Fisch. Das zeige ich euch dann im nächsten Video, wenn wir Eiweiß drunter heben etc. pp. Also heute machen wir nur den reinen Grundteig, und die Verfeinerungsschritte, die zeige ich euch dann in den nächsten Videos, wenn die Desserts drankommen und der Fisch. Also, was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wir brauchen natürlich zwei Eier. Und diese Eier sollten wir trennen. Zumindest eins davon. Und das machen wir jetzt. Also, ein Ei wird getrennt. Das ist da genau das Eiweiß, was wir dann später brauchen, was wir aufschlagen werden für das Dessert, also für den Teig zum Drunterheben, um dass es schön luftig wird. Also, das Ei kommt da rein. Und das Ganze kommt auch noch mit da rein. So, ich probiere das jetzt mal mit dem Schneebesen zu verrühren. So, natürlich mit dem Zucker. Wenn ihr das für den Fisch dann nachher braucht, das sage ich dann aber noch mal in dem Fischvideo, wird der Zucker weggelassen und dafür Salz genommen. Aber das sage ich euch dann, wenn es soweit ist. So, ihr müsst das wirklich nur leicht verschlagen, dass das Ei flüssig ist. Dann mache ich immer noch ganz wenig Salz mit dazu. Dann tun wir das jetzt abwiegen, deswegen habe ich hier die Waage. Bei Patissiergerichten generell, Kuchen etc., müsst ihr immer schauen, dass es genau abgewogen wird, weil sonst kann es passieren, dass die Rezepte nicht funktionieren. Also, machen wir jetzt 100 Gramm Mehl da rein. Das sollte reichen. So, das reicht. Und das berühren wir jetzt. Und geben schon das Bier mit dazu. Also die meisten trinken das, wir machen es heute in den Teig. So, das wiegen wir jetzt mal. Jawohl. Also.
Also Bier und Mehl bringt man ins Verhältnis 1 zu 1. Also 100 Gramm Mehl zu 100 Milliliter Bier. Und hier machen wir noch ein bisschen mehr rein. Es müsste auch ein bisschen schauen. Manche Mehls, verschiedene Typen haben die Mehls. Und je nachdem, was für ein Typ Mehl ihr verwendet. Ich mache hier normales Weißmehl. Das heißt, glaube ich, Typ 405, wenn mir richtig ist. Und da muss man halt schauen. Manchmal braucht es ein paar Gramm mehr Mehl. Manchmal ein bisschen weniger. Deswegen vom Grundrezept her vielleicht ein bisschen weniger. Und dann schauen, wie es euch am besten ist. Also er muss ziemlich zähflüssig sein. Ein ganzes kleines bisschen noch mal rein. Ihr seht, auch ich muss hier ab und zu mal experimentieren. Nicht alle Rezepte, die man, also alle Grundrezepte, die man hat, funktionieren auf Anhieb, weil jedes Mehl, jedes Produkt ist immer wieder anders. Man muss halt immer wieder ein bisschen schauen. Aber jetzt ist gut. Also, ich habe jetzt hier ca. 20 bis 30 Gramm mehr reingemacht, als wie im Rezept ist. Ich gebe euch trotzdem das normale Grundrezept. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr mit dazu gebt, je nach Mehl. Also, der Teig ist jetzt so zähflüssig. Und das war's. Das ist Bierteig. Wie gesagt, wenn man ihn kurz vor der Verwendung, tut man dieses Eiweiß noch schlagen, richtig schön steif mit einem Prise Salz und gibt das dann unter diesem Teig. Dann wird er schön luftig und wenn das dann soweit ist zum Ausbacken, dann tut man dieses Obst oder den Fisch, je nachdem, durch diesen Teig ziehen und gerade in das heiße Öl ausfrittieren. Und was ich dann euch das nächste Mal zeige, das werden Apfelbeignets sein. Das ist ein französisches Dessert, ist ein Klassiker. Und dort zeige ich euch dann, wie man im Bierteig das Eiweiß unterzieht, wie man die Apfelbeignets ausbackt, dass man sie danach schön abtropfen lässt und dann natürlich in Zimtzucker wenden tut und dann mit einer Kugel Vanille oder ein frisches Obst wie ein paar Erdbeeren oder was auch immer das Herz begehrt, dass man das dann essen tut. Tja, Lieben, wie ihr seht, der Teig hat jetzt 5 Minuten gestanden und ihr seht, dass der Teig gut ist. Ihr seht, der schlägt hier schon Bläschen und das ist ein gutes Zeichen, dass der Teig gut gegangen ist. Durch diese Hefe im Teig, also vom Bier die Hefe, treibt das schön und wir machen das jetzt noch ein bisschen besser und feinern den mit geschlagenem Eiweiß und ziehen das runter. Das mache ich jetzt einfach mal so drunter. Ich habe mir überlegt, ich wollte euch das ja erst in den nächsten Videos zeigen, wie wir das mit dem Dessert machen und mit dem Fisch. Aber ich habe mir überlegt, beim Fisch machen wir anstelle Bier, machen wir Weißwein in den Teig. Das zeige ich euch aber dann, wenn es soweit ist. Und dann zeige ich euch gerade, wie man es fertigstellt. Ist, glaube ich, einfacher. Also, wir heben jetzt diesen Eischnee wirklich schön langsam unter den Teig. So. Und da muss man auch nicht viel rumrühren, weil sonst schlägt man die Luft, die man unter das Eiweiß gezogen hat, wieder raus. Und die ist ja eigentlich dafür da, dass dieser Teig nachher schön aufgeht beim Backen. So. Und das war's. Also das ist im Prinzip der fertige Bierteig. Und diesen verwenden wir dann, wie gesagt, in den Desserts und Fischgerichten und das zeige ich euch in den nächsten Videos. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel Prenz.